Tja, weit bin ich nicht gekommen. Hier liegen meine Panzerketten. Ich habe zwei miteinander, damit man sieht, wie sie ineinander greifen. Ich sage mal, ich bin 20 Meter gelaufen, da finde ich das hier. Also erstmal denke ich, dass ich hier offensichtlich vollkommen richtig bin. So, dann habe ich von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen nicht wirklich Ahnung. Also, was ich glaube ich eindeutig ist, was glaube ich eindeutig ist, ist, dass diese Federungspaket Blattfedern enorm dick sind. Also diese Blattfedern sind mit Sicherheit für ein extrem schweres Fahrzeug gemacht. Und so eine Teile habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber wenn man sich den Aufbau ansieht, denke ich, versteht man, worum es geht. Das ist wie eine Spindel, ja, aus Stahl. Und das wird so was wie ein Stoßdämpfer gewesen sein, ne? Wenn man hier raufdrückt und meine Kräfte oder die von, weiß ich nicht, Hulk Hogan hätte, könnte man die sicherlich auch runterdrücken. Jetzt natürlich nicht mehr, weil das verrostet ist. Aber das ist mit Sicherheit ein Federungssystem von einem gepanzerten Fahrzeug. Hundertprozentig. Also sagen wir mal 95%. Aber ich bin mir schon sehr sicher. Ja, ein doch recht kleines Kugellager. Alter, ist ja krass. Das kann natürlich auch sein. Auch ein fettes Kugellager. Kann natürlich auch sein, dass hier der Wald beräumt wurde. Ja, von... Oh, ist das ganz schwer. Das ist ja Wahnsinn. Oh, hier ist ein Bodenanker. Hey. Das ist ein Bodenanker. Eindeutig. Hey, ist ja interessant. Naja, gut, das ist natürlich wirklich interessant. Aber die Frage ist natürlich... Oh Gott, und da hinten sehe ich auch schon so ein rotes Flatterband. Genau das habe ich befürchtet. Geht mal, da. Seht ihr das? Also das Weiße sieht man vor allem. Ja, das kann natürlich sein, dass dieser Wald Tatsache beräumt wurde von den Behörden. Und dann ist natürlich ja, die Chance, hier größere Funde zu machen, eher gering. Aber ich werde es sehen. Ist egal. Aber allein dieser Fund ist schon ziemlich abgefahren. Und selbst wenn sie diese Teilstücke hier beräumt haben, hier sind riesige Wälder. Das kann niemals alles beräumt sein und Kleinteile und so weiter. Nach so weit graben die Behörden ja auch nicht. Die wollen ja keine Ohren finden. Die Behörden wollen halt irgendwie größere Mengen Munition finden, Waffen. Darum geht's halt. Dass eben die Bevölkerung, behaupte ich jetzt einfach mal, dass sie sich Sorgen um die Bevölkerung machen, halt geschützt wird. Weil das sind halt auch alles sehr berühmte Pilzwälder hier. Alles klar. Und tschüss.